Die Corona-Krise macht auch vor den Tierheimen nicht Halt. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stellen Tierheimbetreiber vor Herausforderungen. Im Tierheim Flensburg fehlen seit Beginn der Krise die ehrenamtlichen Helfer. Also die momentane Situation sieht so aus, dass wir eben mehr Arbeit haben, dadurch, dass uns die Gassigänge fehlen. Wir haben uns eine große Arbeit immer abgenommen. Und dass uns eben die Leute fehlen, die sich auch mal hier vorbeikommen und einfach mal Interesse an Tiere zeigen und vielleicht auch eins mitnehmen. Das können wir alles im Moment gar nicht mehr leisten. An die 70 Tiere müssen sie hier im Tierheim versorgen. Neben Katzen und Kleintieren sorgt neuerdings Zuwachs im Hundehaus für ordentlich Radau. Die Welpen Malika, Medi, Diff und Tinker suchen noch ein neues Zuhause. Das sind unsere Hunde Freiläufe. Das sind unsere Herdenschutzhund-Mischlinge aus Alabai, unser Planinak. Ich stelle sie euch mal vor, die kleine süße Maus hier, das ist Malika. Der kleine Junge hier ist Medi. Der glatthaarige Große, das ist ein Rüde, das ist Diff. Und die gerade die Kamera ankaut, das ist hier Tinker. Oh, pass auf. Zwar sind Gassigänge derzeit nicht möglich, wer aber eine Spende vorbeibringen möchte oder sich für eines der Tiere interessiert, kann nach persönlicher Rücksprache vorbeikommen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheimflensburg.de.